In der heutigen Late Night Show geht es um das Science-Fiction-Horrorspiel Death in Space und um ein Spiel im Museum für ägyptische Kunst in München. Willkommen im Staatlichen Museum für ägyptische Kunst München, dem SMAKMUK, so sieht die Abkürzung immer aus. Und bevor wir über den Tod im Weltall reden, reden wir über das Leben im Jenseits Ägyptens. Ja, in der Tat, irgendwie. Ungefähr so war's. Aber das kannst du mir genauer erklären. Das hier übrigens ist Roxane und wir sind aus mehreren Gründen hier zu Besuch. Einmal, weil wir dir ägyptische Spiele geschickt haben, oder? Ja. Über die werden wir noch reden. Und weil du gesagt hast, hey, wir haben im SMAKMUK ein im ägyptischen Museum ein Spiel, ein Augmented Reality Spiel, wollt ihr nicht mehr vorbeikommen und das testen. Das haben wir gemacht. Und jetzt ist natürlich die Frage, ich habe deinen Namen im Abspann gesehen. Wessen Idee war es, das umzusetzen? War die Idee des ganzen Teams. Wir haben uns überlegt, wir wollen auch ein bisschen was für die Zielgruppe anbieten, die wir sonst so nicht im Museum haben. Das ist ab etwa 12 Jahren bis 20. Da bricht die Begeisterung für den Museumsbesuch rapide ein. Und wir haben uns gedacht, was interessiert so die Jugendlichen? Und das sind momentan vor allem auch Escape Games. Und wir hatten zuerst gedacht, dass wir ein Escape Game im Museum machen, aber es ist ja, was den Besuch betrifft, ein bisschen kontraproduktiv. Wir wollen ja nicht, dass die Leute hier ausbrechen und versuchen, wieder rauszukommen, sondern sie sollen drin bleiben. Und dann haben wir uns überlegt, dass wir einfach das Ganze mit Augmented Reality verbinden und auf die Suche nach einem geheimen Raum im Museum uns bewegen. Und wir haben das tatsächlich durchgespielt hier. Ich fand, wir haben uns auch gar nicht so doof angestellt. Nein, war super, ja. Also großen Respekt. Und die Story, die ihr daraus gesucht habt, ist ja, dass man die Nachtbarke begleitet. Genau. Die Sonne ja immer, wenn sie untergeht, muss sie einmal durch die Finsternis durch. Genau, also wir haben uns als Thema des gesamten Spiels schon einen altägyptischen Mythos ausgesucht. Wir haben uns die Nachtfahrt der Sonne ausgesucht. Der Sonnengott fährt in seiner Barke den Tag über den Himmel und verschwindet mit Sonnenuntergang in der Unterwelt und muss dort die 12 Stunden der Nacht durch die Unterwelt fahren und dabei große Gefahren begegnen. Unter anderem muss er gegen die böse Schlange Apophis kämpfen. Und das haben wir uns als Vorbild genommen für dieses Spiel. Das heißt also, die Spielenden gehen durch die 12 Stunden der Nacht und müssen den Sonnengott auf seiner Reise unterstützen und eben als Finale natürlich gegen Apophis kämpfen. Wie setzt man sowas um? Also ich nehme an, dass ihr habt Konzept gemacht, in welchen Räumen machen wir das und wie bindet man das ein, aber wie findet man dann Partner dafür und was sind so die Grenzen, um das Ganze einzusetzen? Also ich war teilweise erstaunt, was man interagieren konnte. Und was dann passiert ist? Ja, es ist in der Tat gar nicht so einfach, das wirklich so gut umzusetzen. Wir wollen natürlich immer viel zu viel. Wir haben ja von der technischen Seite aus überhaupt keine Ahnung. Wir hatten den Vorteil, dass wir einen Partner hatten, mit dem wir auch vorher schon mal zusammengearbeitet haben. Das ist die Firma AR Action, die sich also auf Augmented Reality Spiele spezialisiert hat. Und mit dem Herrn Lindner, dem Geschäftsführer, haben wir vorher schon in einem anderen Projekt zusammengearbeitet und sind dort also sehr schnell handelseinig geworden. Er hat die technische Seite betreut und wir haben alles immer gesagt, was wir haben wollen. Er hat gesagt, Moment, können wir schon machen, aber das wollt ihr nicht bezahlen. Das heißt, es war also nicht ganz so einfach. Wir haben das Ganze dann noch so ein bisschen crossmedial genutzt. Ihr habt gesehen, wir haben viele 3D-Animationen von unseren Objekten. Das heißt, die wurden also 3D gescannt. Das ist für uns natürlich auch ganz gut, dass wir 3D-Scans von unseren Objekten haben, auch für uns zur Weiterarbeit. Und so hat also das eine in das andere mit hineingegriffen. Wir haben uns an dem altägyptischen Mythos orientiert und haben mal geguckt, was sind denn interessante Stationen in den einzelnen Räumen und vor allem, was sind denn unterschiedliche Spiele, was kann man denn machen? Und uns war eben wichtig, dass wir auch wirklich ganz, ganz nah an der Kultur des alten Ägyptens dranbleiben, dass wir also nicht irgendeinen Quatsch machen, der mit Ägypten überhaupt nichts zu tun hat, sondern schon etwas, wo die Spielenden auch was draus lernen und dann auch ein bisschen über die altägyptische Kultur mitnehmen. Also ich habe tatsächlich auch ein paar Sachen gelernt, die mir vorher noch nicht bekannt waren und vor allen Dingen ein paar Hieroglyphen, bei welchen Lauten sie entsprechen. Genau, das ist nämlich so, dass man während des Spiels Hieroglyphen sammelt. Also das Spiel geht auf Zeit, man hat einen bestimmten Zeitbonus. Wenn man Aufgaben richtig löst, bekommt man Zeit gut geschrieben.
wenn man Fehler macht, dann wird einem halt die Zeit abgezogen. Und es kommt natürlich darauf an, dass man in der vorgegebenen Zeit, also 12 Stunden, wir haben uns eigentlich eine Stunde vorgenommen, durch das Museum, durch das Spiel hindurchkommt. Man sammelt in jeder der 12 Stationen eine Hieroglyphe und die braucht man in der allerletzten Station, um ein Lösungswort zu erraten. Ja, wir also man lernt auch Hieroglyphen lesen. Ja, zumindest so genau die man braucht für diese Sache. Ja, du hast es wunderbar entziffert, also es hat geklappt. Ja, ich will nicht spoilern, aber das eine war etwas überraschend, weil ein Wort, das gar nicht ägyptisch war, dann mit Hieroglyphen. Nee, natürlich nicht. Also wenn wir damit angefangen hätten, dass ihr jetzt wirklich altägyptisch lernt, dann hätten wir euch noch ein bisschen länger hier behalten müssen. Dann wären wir 12 Stunden auf jeden Fall hier geblieben, bis wir das hätte nicht gereicht. Das läuft ja jetzt schon ein bisschen. Mhm. Und wie lange ist das jetzt tatsächlich fester Teil, der halt auf unbegrenzt läuft? Genau, also das ist fester Teil unseres Museums. Mhm. Man kann sich für dieses Spiel über eine eigens installierte Webseite anmelden. Oder findet es auch bei uns über www.smack.de. Muss das natürlich ein bisschen im Vorhinein buchen, damit wir wissen, wann die Geräte vorbereitet werden. Es ist immer ein bisschen Vorbereitungszeit, muss natürlich auch alles immer geladen sein, dass man hier auch einmal durchspielen kann. Aber es gehört zum festen Angebot des Museums und das wird durchaus auch gut genutzt. Nun ist uns natürlich 2 Jahre Corona dazwischen gekommen. Mhm. Wir wollten das eigentlich schon Anfang 2020 starten lassen, konnten dann wegen der ganzen Museumsschließungen aber nicht adäquat testen. War ja alles zu und sind dann im Herbst 2020 mit dem Spiel online gegangen. Also haben es dann hier im Haus angeboten und es funktioniert ja ganz gut. Es sind natürlich immer so ein paar technische Herausforderungen, das ist klar. Das liegt am Spiel, das liegt allerdings auch an den UserInnen, die sich manchmal etwas, also ihr wart gut. Wir sind vielleicht nur hin und wieder mal aus dem Raum rausgelaufen. Ja, und das gehört ja auch zum Spiel mit dazu. Aber es ist, also das ist in der Tat, das hat uns ein wenig überrascht. Das ist technisch sehr anspruchsvoll und sehr diffizil. Es muss natürlich alles irgendwie immer passen. Und man muss sich natürlich auch auf das Spiel einlassen. Das heißt, jemand, der mit so Technik überhaupt nichts am Hut hat, ist mit dem Spiel wahrscheinlich einfach auch ein bisschen überfordert. Ja, aber ich glaube, wenn man sich gezielt ein AR-Spiel raussucht, dann will man das ja auch. Ich denke auch, dann sollte man schon gucken, dass man damit zurechtkommt. Ich finde es schön, kurz bevor wir dann auch zu der Rezension übergehen und nachher auch noch über andere Dinge sprechen, was aber in einem anderen Video kommt, wollte ich noch darauf hinweisen, weil du hast ja auch gesagt, ne, wir wollten, dass es tatsächlich dem ägyptischen Mythos entspricht, was die Popkultur ja nicht zwingend immer so gut schafft, wenn es um altes Ägypten geht. Könntest du da einen Podcast empfehlen, der sich damit beschäftigt? So ein Zufall. In der Tat habe ich mit einer Kollegin vor einigen Wochen selbst angefangen, einen Podcast zu dem Thema zu machen. Also wir haben einen Podcast hier vom Museum aus, der sich mit dem Museum und verschiedenen Themen aus der altägyptischen Kultur beschäftigt. Aber es ist halt, Entschuldigung, wenn ich das so sage, ein Museumspodcast, also etwas ernster und gediegener. Und eine Kollegin und ich, Nora, wir haben uns überlegt, ja, eigentlich wollen wir auch mal so ein bisschen, gerade jetzt, es kam Moon Knight, ne? Moon Knight, könnten wir auch länger drüber reden. Das hat uns alles ein bisschen angefixt und wir haben gesagt, ja, okay, wir machen das jetzt einfach und reden jetzt alle 2 Wochen über Altägypten in der Popkultur. Wir haben natürlich über Moonlight gesprochen, wir haben über Indiana Jones gesprochen, wir haben über Metal-Musik gesprochen. Ganz spannend, hat einen ganz großen Bezug zum alten Ägypten, glaubt man gar nicht. Und es kommen noch ganz, ganz viele andere Themen. Ja, die zum Glück, was heißt die zum Glück, aber die Popkultur und auch vorher schon, also ab der Viktorianik gibt es ja genügend. Es ist endlos. Es gibt so viel, worüber man reden kann, von Spielen angefangen bis über Filme, bis über Bücher, bis über Musik. Also Ägypten hat wirklich sich überall eine Nische gefunden und es ist total spannend. Jetzt das Einzige, was du noch nicht gesagt hast, ist, wie der Podcast heißt. Der Podcast heißt Mummies and Magic. Mumien und Magie und ist eigentlich überall dort zu finden, wo es Podcasts gibt, also auf Spotify, bei iTunes, wir hosten bei Anchor, da ist es natürlich auch direkt zu finden. Wenn man uns auf Twitter folgt, mir oder der Nora, können wir bestimmt irgendwo verlinken, dann findet man auch immer unsere neuen Folgen. Sehr schön. Also wenn ihr mal hören wollt, wie 2 Fachpersonen drüber reden, wie viel Sinn das ergibt. Es ist sehr spannend, ja. Also es macht sehr viel Spaß, vor allem, weil wir uns natürlich auch in das Thema nochmal einarbeiten. Mhm. Also ich hatte zu Metal-Musik, ich höre ein bisschen Metal, aber wir sind da so tief eingestiegen und es war so ein endloser Moloch, das war sehr spannend. Es würde den meisten Metallern auch gefallen, dass es ein endloser Moloch ist. Eben drum. Gut,
Dann würde ich noch einmal kurz überleiten dazu, dass wir auch hier sind, um Dinge zu besprechen. Wenn man schon mal den Hintergrund hat, wäre es total schlau, wenn wir auch noch was richtig Passendes hätten. Einen Comic zum alten Ägypten oder ein Rollenspiel haben wir nicht. Aber wir haben etwas, was, glaube ich, mit Talern, das ist so die einzige Überleitung, an die ich mich jetzt gerade eben noch mit einer Fingerspitze festhalte, sehr gut gefallen dürfte, nämlich Death in Space, das unter anderem von Leuten gemacht wurde, die auch an Mörkborg gearbeitet haben. Und dementsprechend hat es ein bisschen Metal-DNA auf seinen Seiten. Death in Space wird vertrieben von Free League, wurde aber entwickelt von Stockholm Kartell, die uns schon Mörkborg gebracht haben, das wir hier wieder falsch aussprechen. Und passend zum Fantasy Old School Revival ist Death in Space vereinfacht gesagt eine Science-Fiction-Variante der gleichen Kernstärken. Ein schlankes Buch mit künstlerisch wertiger Aufmachung, minimalistischen Oldschool-Regeln und einem sehr düsteren Setting. Das hat starke Alien-Vibes. Wir spielen Malocher im Weltall, Bergarbeiter oder Spediteure, aber auch Kopfgeldjäger, Ausgestoßene oder Wissenschaftler, die einfach nur überleben wollen. Was aber immer schwerer wird, weil das Universum gerade buchstäblich in sich zusammenbricht. Und das wiederum sorgt dafür, dass seltsame Wesen und Erscheinungen vom Rand des Kosmos sich immer mehr in den zusammenschrumpfenden Resten drängen. Das Layout hier ist aufgeräumter und minimalistischer als bei Mörkborg. Die Charaktererschaffung läuft aber ähnlich schnell und vier Attribute definieren den Charakter auch schon ausreichend. Dazu kommen Regeln für die Erschaffung eines Raumschiffs oder einer Raumstation, wie sie aus Sci-Fi-Spielen fast nicht mehr wegzudenken sind. Ein System der Spielwelt mit einer großen Raumstation wird detailliert beschrieben, dazu kommt noch ein Abenteuerschauplatz für den Einstieg. Das Beste an diesem Buch sind, wie bei OSR-Sachen so oft, die Zufallstabellen. Wir können auswürfeln, was für Macken unser Raumschiff hat, wem oder was wir im All begegnen oder in welches Segment der Hauptraumstation es uns zufällig verschlägt. Wir können auch auswürfeln, wie wir im All zu Tode kommen, was sehr unterhaltsam ist. Ein Beispiel: Du springst mit deinem Fallschirm über einen Planeten ab und merkst dann erst, dass du dich vertan hast und unter dir ein Gasgigant liegt. Du hast viel Zeit, um über deine Fehler nachzudenken. Allerdings erschließt sich mir nicht ganz, wie man diese Todesszenen elegant in ein laufendes Narrativ einbauen soll. Dazu gibt's noch massenweise Listen mit Raumschiffzubehör, Waffen, Monstern, Drogen und einem NSC-Generator. Gespielt haben wir es noch nicht, ich hoffe aber, das kriegen wir bald hin, und wenn es nur halb so flüssig läuft wie Mörkborg, ist es eine gute Alternative zu Alien, Coriolis und Co. für alle, die schnell und hart spielen wollen. 8 von 10 Punkten. Dann bleibt mir nur noch Danke zu sagen. Als erstes natürlich Danke an Roxane. Danke an euch, dass ihr die Einladung ins Museum angenommen habt. Immer wieder gerne. Es war jetzt eine ganze Weile, dass wir nicht hier waren. Es war ziemlich lange her. Ich habe keine Ahnung, wann wart ihr hier? Es war 4 Jahre. Mindestens. Ja, ist schon ein Weilchen her, dass wir hier waren und auch damals schon hier ganz viel Unsinn anstellen durften. Und ja, es ist auch schön zu sehen, was noch Neues dazugekommen ist, wie die Ausstellung teilweise ist. Das Museum ist nicht statisch, das Museum ändert sich immer wieder. Deswegen braucht es mehrere Besuche, um alles sich anzugucken. Und manchmal auch Spiele zu spielen. Und natürlich vielen Dank an euch. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank an alle, die uns unterstützen. Ob das unsere Patrons sind, die auf Patreon einen kleinen Beitrag leisten dazu, dass wir das hier machen können und auch mal nach München fahren, zum Museum für ägyptische Kunst. Oder die uns unterstützen, indem sie zum Beispiel dieses Video teilen oder liken oder uns abonnieren oder anderen Leuten sagen, dass das cool ist, was wir machen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Das suchen wir. Ja? Indy, such. Such das. Schnüffel das. Ja? Und jetzt such das. Ja, das klappt so nicht. Ich habe einen Frosch eingepackt. Daraufhin hat das Spiel gesagt, so geht's nicht.